eine märchenhafte Kulisse hier hinter mir. Das Wasserschloss in Anholt, wirklich traumhaft schön. Und märchenhaft wird es hier jetzt tatsächlich, denn auf der anderen Seite vom Schloss, da sind die Dreharbeiten zu Aschenputtel. Eine Neuverfilmung von ARD und WDR, 6 auf einen Streich, gibt es an Weihnachten zu sehen. Und ich werde heute mal gucken, was da so passiert und ob ich mich da mal so reinmischen kann. Man darf nur nie den Mut verlieren. Tapfer versucht Aschenputtel, den Rat ihrer verstorbenen Mutter zu beherzigen. Am väterlichen Hof führt ihre Stiefmutter Barbara mit Tochter Annabella ein hartes Regiment. Aschenputtel muss ihre Gemeinheiten erdulden, von morgens bis abends schwer arbeiten und in der Asche schlafen. Als sie im Wald auf einen jungen Jäger trifft, liegt plötzlich Magie in der Luft. Dahinter verbirgt sich Prinz Viktor. Sein Vater, König Clemens, wünscht, dass der Thronfolger endlich eine Frau nehmen und das Land regieren möge. Und tatsächlich trifft er bei einem großen Ball das Mädchen aus dem Wald wieder. Doch als Aschenputtel von Stiefmutter und Schwester verjagt wird, bleibt dem Prinzen nichts als ein verlorener Schuh. Fest entschlossen macht er sich auf die Suche. Nur diejenige, der dieser Schuh passt, soll seine Prinzessin werden. Bei mir ist jetzt Martin Hoffmann, Produzent vom Aschenputtel, der Neuverfilmung hier in Anholt. Wie gefällt Ihnen die Kulisse hier als erstes Mal? Ja, die ist doch traumhaft. Also so eine wunderschöne Wasserburg zu sehen, das ist, glaube ich, eine einmalige Kulisse. Da kann man nur sehr, sehr dankbar sein, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Wie sind Sie auf diese Kulisse hier gekommen? Denn das Münsterland speziell bietet ja viele Schlösser und Burgen. Warum gerade nach Anholt? Wir haben ein sehr intensives Location-Scouting durchgeführt und hier diese Wasserburg Anholt erfüllt eigentlich alle Kriterien, die wir gebraucht haben. Nämlich einerseits brauchen wir einen wunderschönen Saal, wo wir den großen Ball inszenieren können. Wir wollen aber auch eine Wasserburg haben, die uns von den Außenmöglichkeiten her einiges eröffnet, was wir da an neuen Bildern auch erzeugen können für eine ganz wunderschöne Aschenputtel-Verfilmung. Im Hintergrund wird sich schon vorbereitet auf die nächste Szene. Welche Szenen werden hier heute produziert? Also wir proben gerade und werden gleich drehen. Die Szene, wo Aschenputtel aus dem Ball heraus flieht und ihren Schuh verliert, wird dann auf ihre Stiefmutter und ihre Stiefschwester treffen und dann wird es einen ganz großen Konflikt geben. Jetzt kennt wahrscheinlich jeder, zumindest viele kennen die Geschichte von Aschenputtel jedes Jahr zur Weihnachtszeit. Kommt man gar nicht drum herum, dass man eben im Fernsehen darauf stößt. Was ist anders an dieser Verfilmung? Ja, anders ist, dass wir tatsächlich Aschenputtel verfilmen. Und anders ist, dass wir tatsächlich uns an das Werk von den Brüdern Grimm halten. Dieser wunderschöne Film, ich möchte fast sagen Kultfilm, dieser zauberhafte Film Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, ist eine Version, die eine ganz wunderbare Autorin in Tschechien auch geschrieben hat. Sie ist aber jetzt keine direkte Grimmsche Verfilmung. Wir sind also insofern etwas anders, weil wir tatsächlich uns an die Grimmsche Vorlage halten. Mit wie vielen Leuten sind Sie hier vor Ort? Wie groß ist das Team? Also unser Team sind 40 Leute, die im Kernteam sind. Darüber hinaus haben wir gerade für die großen, aufwendigen Szenen, die wir hier haben, großer Ball, großes Defilé, 20 Zusatzmitarbeiter, gerade im Bereich Maske, Garderobe, Ausstattung. Hier ganz viele Kolleginnen und Kollegen von der Staatsoper Düsseldorf, die uns unterstützen im Bereich Maskenbild und Kostümbild. Dazu haben wir 80 Komparsen hier aus der Region und unsere Schauspielercrew, welches auch nochmal 10 Leute sind. Also insgesamt, summa summarum, sind wir hier mit knapp 200 Leuten unterwegs. Jetzt haben Sie die Schauspielercrew schon angesprochen. Natürlich gut besetzt, das Märchen. Warum hat Märchen trotz der Bekanntheit, jeder kennt es, warum ist da trotzdem der Reiz da auch für die Schauspieler daran, teilzunehmen an so einem Projekt? Es ist doch auch was Wunderschönes, wenn Sie mal eine Prinzessin spielen können oder wenn Sie mal einen König spielen können, wenn Sie mal in diesen wunderschönen Kleidern auch rumlaufen und einfach spielen und sich auch verkleiden können. Ich glaube, das ist ein besonderer Reiz für die Schauspieler. Aber andererseits ist es auch so, dass doch der Approach, den wir in der Verfilmung zu diesen Märchen versuchen zu gehen, auch sicherlich viele überzeugt zu sagen, okay, diesen Weg gehen wir sehr gerne mit, denn da schaffen wir auch was Bleibendes, bis hin, dass die Kinder auch sagen, Mensch, jetzt bist du mal ein richtiger Schauspieler. Das hat nämlich der Sohn von Matthias Brandt beim letzten Film zu ihm gesagt, Mensch, Papa, jetzt bist du ein richtiger Schauspieler. Wie geht's jetzt weiter, wenn die Dreharbeiten in Anholt hier am Schloss abgeschlossen sind?
Was sind so die nächsten Stationen? Im Winter soll es ja dann fertig sein. Ja, dann sind wir fertig, denn wir Anholt ist quasi der zweite Teil unserer Dreharbeiten. Wir sind gestern umgezogen von Detmold hierher nach Anholt. Und dann werden wir in den Schnitt gehen ab der übernächsten Woche. Und es beginnen dann die visuellen Effekte, die wir noch aufbereiten werden. Es beginnt die Vertonung, es beginnt der Feinschnitt. Und dann werden wir hoffentlich gegen September fertig sein, sodass wir entsprechend frühzeitig auch für Weihnachten ausliefern können, um an Weihnachten hoffentlich ganz viele Zuschauer auch damit erfreuen zu können. Jetzt habe ich fast sowas wie den Hausherrn hier neben mir stehen, Herr van Krüchten. Sie leiten die Wasserburg hier. Wie ist das, wenn jetzt so ein Filmteam die Burg in Beschlag nimmt? Das ist für uns zweiseitig. Einmal ist es sehr angenehm, weil wir eine bescheidene Miete bekommen, eine Tagespauschale. Auf der anderen Seite ist das eine richtige Besetzung der Anlage, weil jede Räumlichkeit wird von dem Crew besetzt, sowohl drinnen als draußen. Draußen ist es weniger eine Behinderung für uns, aber innen drin haben wir dann ein Problem mit den Museumsbesuchern, weil wir auch einen Museumsbetrieb haben. Wir versuchen dann das Beste daraus zu machen und das klappt, nachdem wir jetzt auch nicht die Firma Ascania, die das jetzt ausrichtet als Produktionsgesellschaft, sondern wir haben schon über mehrere Jahre die unterschiedlichste Filmstars und auch mit ihrem Crew dann zu Gast gehabt. Sie sind also schon erfahren, was Dreharbeiten angeht? Ja, ja. Und es ist immer wieder unter dem Strich angenehm, solange die Leute auch natürlich sich gut benehmen. Und das ist heute auch wieder der Fall, Gott sei Dank. Aber es ist dann auch für uns immer ein Risiko, dass die Ausmaße überschaubar bleiben, weil wir hüten natürlich die Schätze, sowohl im Schloss wie auch hier in der Schlosslandschaft. Werden Sie dann auch so ein bisschen nervös und tigern hier immer rum und gucken, ja, ob noch alles in Ordnung ist? Ja, kann ich offen sagen, weil wenn Sie bedenken, dass Montag ist ein Dreh, der Ball mit dem Märchenprinzen bei uns im großen Saal. Und dann hat die Produzentin gesagt, es kommen mindestens 70 Komparsen, wildfremde, gut meinende Leute, aber die keine Ahnung haben, was Kunst ist. Die wollen nur tanzen. Und dann ist der Crew 30 bis 40 Mann. Und dann hat man auch noch so 20 bis 25 Darsteller. Insoweit, dann fangen wir an zu zittern. Aber wir haben alles schon ausgeräumt. Insoweit sind wir dann, meine ich, gut bewappnet. Sind Sie selbst Freund von Märchen? Werden Sie sich das anschauen? Nee, ich muss zugestehen, Aschenputtel ist für mich ganz neu. Auf Holländisch heißt das Assepoester. Und ich habe verpasst, als Jugendliche oder als kleines Kind, um dieses Märchen zu lesen oder vorlesen zu lassen, gehabt zu haben. Das heißt, Sie können sich das jetzt in der hier verfilmten Version an Weihnachten anschauen, zum ersten Mal vielleicht? Ja. Gestern habe ich erfahren von den Produzenten, dass die 4 Monate brauchen, um das zusammenzukleben. Und dann wird über die DGTO das im ARD gesendet, glaube ich, am Weihnachten. Und dann setzen wir uns natürlich vor der Kiste und dann sehen wir lauter Anholt-Kulisse. Und dann freuen wir uns, dass das bestimmt ein Erfolg ist, weil die Leute sind hier sehr angetan, auch von der Anlage. Und vor einer Minute hat noch der nennt sich, glaube ich, nicht Produzent, sondern Regisseur oder jedenfalls der Mann, der noch mehr Einfluss hat, der hat gesagt, hier eigentlich könnten wir diese ganze Film hier drehen, weil sie bieten alles mit Anholt. Größtes Kompliment kann der Fürst nicht bekommen. Das will ich wohl auch meinen. Dann wünsche ich Ihnen noch angenehme Tage hier mit der Crew und dass alles heil bleibt, ne? Dankeschön und wir haben uns sehr gefreut, dass Sie hier waren und dass Sie wieder Anholt gefunden haben, obwohl wir in der südwestlichen Ecke Ihres Münsterlandes uns befinden. Freut es uns wieder, dass Sie heute wieder da sind. Auf Wiedersehen. Sehr gerne. Dankeschön.
Neben mir steht jetzt Prinz Viktor. Noch mit dem Skript in der Hand, die letzten Worte werden noch gelernt hier am Set? Nee, gelernt ist es schon. Vielleicht, man guckt nochmal drüber und hat gerade eine Bildpause und vielleicht kommt man nochmal eine neue Idee und dann guckt man nochmal drüber. Und genau, gleich ist ja die erste Szene mit dem König und dann guckt man nochmal drüber. Ist das inspirierend, hier in der Kulisse auch zu spielen? Weil man muss sich ja schon so ein bisschen in die Märchenwelt reinfühlen, denke ich mal. Es ist natürlich es nimmt einem natürlich wahnsinnig viel ab, wenn man im Bild die ganzen tollen Komparsen, die alle so aussehen und wie Alice in Wunderland, man steht hier und es ist ein Schloss da und da sind Fahnen da und so weiter und das ist dann... Fällt es natürlich viel leichter, irgendwo in eine Zeit zu schlüpfen, wenn man auch selber das Kostüm anhat, als wenn man jetzt zum Beispiel zum Casting geht und man ist in einem Konferenzraum und dann heißt es so und bitte und stellst dir alles vor. Und wenn es natürlich da ist, ist es natürlich sehr viel einfacher. Was ist das Besondere am Märchen im Gegensatz zum normalen Film? Na, im Gegensatz zum normalen Film, ich hätte jetzt gesagt, am Ende ist alles gut. Aber das ist ja im normalen Film dann meistens auch so. Für den Schauspieler? Nein, man dreht einen historischen Film, es kommt nicht ganz so oft vor. Man ist hier natürlich auch im Klaren, dass das viele, viele, viele Kinder gucken. Das heißt jetzt nicht, dass man jetzt Kasper-Theater für Kinder macht, mit denen kann man ja auch ganz normal reden, dass man das einfach mit einer Ehrlichkeit spielt. Und das sind natürlich schon die Märchen, die man auch selber als Kind irgendwie gelesen hat und die man damals schon irgendwie tolle Geschichten fand, dass man da jetzt irgendwie einen draus spielen darf, ist einfach toll. Ist für dich als Schauspieler dieses Kostüm ein anderes, als wenn du in eine andere Rolle schlüpfst, wo vielleicht das Kostüm eins ist, was auch jeder andere auf der Straße tragen könnte, aber trotzdem verkleidet es dich ja in dem Moment. Ist das so was anderes? Ja, natürlich. Also es macht sofort, ich glaube, auch Frauen kennen das, weil sie ein Ballkleid anhaben, laufen sie anders, das machen die Schuhe, die machen was anderes. Wenn Männer einen Anzug anhaben, stehen sie auch gleich anders da. Genauso ist es mit einem Kostüm, das macht auch was mit deiner Haltung, wie man dort steht, wie man sich drin bewegt. Das macht sofort was, wenn man natürlich dann so ein herrschaftliches Ding anhat und dann macht das auch, dann macht das was. Und es ist schon toll, mal solche Kostüme anzuhaben und mal in so einer Zeit spielen zu dürfen. Und nicht immer, ja, wir spielen jetzt hier Jetztzeit und also ich hier Student und dann hast du das und das und sehen aus wie meine Kumpels und ich selber im Feier, wenn wir privat sind. Und dann ist es einfach schon mal was anderes und dann regt es die Fantasie nochmal mehr an. Wie geht's weiter für dich hier an dem Drehtag? Es ist ja viel Warten auch immer angesagt zwischendrin, oder? Ja, heute für mich ja. Also heute ist Aschenputtel fällt ins Wasser und so weiter und das Drumherum zum Ball. Für mich geht es weiter, ich finde noch den Schuh auf der Treppe und sehe sie davonreiten und die Vorstellung der Damen, die sich alle bewerben für den Ball, mit meinem Vater zusammen. Also eine Schlüsselszene in Aschenputtel? Es ist eigentlich bei 60 Minuten ist eigentlich jede Szene irgendwo eine Schlüsselszene und da sollte man keine auf jeden Fall verhauen und deswegen auch nochmal der Text in der Hand und nochmal genauer geguckt. Wenn du nicht Prinz Viktor bist, wer bist du dann und was machst du sonst außer Märchen? Ansonsten heiße ich Florian Bartholomei und mein Beruf ist Schauspieler, wo man mich gesehen haben könnte. Ich habe viele Tatorte gespielt, wer da gerne hinguckt, auch kleinere Kinofilme. Kombat 16, reine Geschmackssache. Beim Vorleser hatte ich eine kleine Rolle und jetzt drehe ich gleich im Anschluss nochmal einen Münchner Tatort. Also da ist man im ARD und ZDF, kann man mich meistens sehen. Gibt es Ziele? Was möchtest du nochmal so erreichen? Im Vorleser ist man schon in einem größeren Rahmen. Wo soll es hingehen? Zu tollen Rollen. Wo die sind, das ist mir egal. Ob das in Deutschland ist, ob das in Amerika ist, die haben die Talente im eigenen Land. Warum soll man da sagen, ja, zu den Amerikanern? Ich will einfach tolle Rollen spielen. Ja, wie Aschenputtel tatsächlich dann ins Wasser gefallen ist, das können wir Ihnen an dieser Stelle nicht zeigen. Zu viele Kameraaugen machen wohl auch den erfahrensten Profi ein bisschen nervös. Aber an Weihnachten, da haben Sie die Chance, das ganze Werk zu sehen. Aschenputtel ganz neu verfilmt. Ich bin raus. Tschüss.